die Welt noch jung war, wurden die alten Drachen von den Göttern auserwählt, das Gleichgewicht zu wahren. Die göttliche Ordnung missachtend, schürten finstere Mächte Verrat und Zwietracht. Drachen, erfüllt von Neid und Gier, ließen die Welt und ihre Völker entflammen. Und nur unter großen Opfern konnten die alten Drachen die Ordnung stets wieder richten. Nach der letzten Schlacht zogen sich die Elfen aus den Ruinen ihrer brennenden Städte in die Auen und Wälder zurück, endlich Frieden zu finden, jenseits aller Gier nach Macht. Den Verrat der Drachen konnten die Zwerge nie vergeben. In ihnen lodert das Feuer der Schlacht noch immer. Drachen gleich welcher Art betrachten sie als ihre größten Feinde. Aus der Asche vergangener Reiche stieg das junge Volk der Menschen empor. Es verdankt dem Eingreifen der alten Drachen das Aufblühen seiner Kultur und verehrt sie als Hüter des Gleichgewichts der Welt. Doch die alten Wächter sind längst vergangen. Und die Völker ahnen nicht, was mein Auge sieht. Wieder schüren finstere Mächte Verrat und Zwietracht. Doch meine Kraft schwindet. Und viel bleibt zu tun. Glut des Berges, forme dich! Gleißendem Stahl, dem Helden zu dienen, den Feind zu besiegen. So, tolles Intro. Tolles Spiel. Tolle Musik. Wie gesagt, ich glaube, wir haben ein bisschen zu leise gemacht. Ich habe das schon mal zweimal oder dreimal durchgespielt, weiß ich nicht. Aber es ist auch viele, ist schon eine Weile her und es ist eine Menge, die ich nicht mehr dran erinnere. Was ich immer ganz toll fand, war so die Geschichten und die Erzählung und dass es Schwarzes Auge ist, Regelwerk. Mal sehen, ob ich dem hier folgen kann. Das war meine Partyplanung damals. Also das Regelwerk funktioniert, ist ein bisschen abgewandelt zu DSA, glaube ich, oder nicht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Basiswerte erhöhen auch besser die Fähigkeiten, ne? Wenn sie der Klasse nützlich sind, Basiswerte und Fähigkeitswerte sind Voraussetzungen für Spezialtalente. Das heißt, du erhöhst die Basiswerte wie Stärke, Intelligenz, Klugheit heißt das hier, ne? Körperkraft und so weiter. Und dann musst du noch bestimmte Fähigkeiten trainieren, wie hier unten Heilkunde oder Sinnesschärfe. Ne, das sind Talente. Fähigkeiten, was waren denn Fähigkeiten? Ich weiß nicht, aber das sehen wir sicher bei Charaktererstellung. Sind Voraussetzungen für Spezialtalente. Und Spezialtalente sind dann die hier unten, wie Ausweichen, ne? Gezielter Schuss, Ausdauer. So, und dann hast du Lebensenergie, ist Kondition plus Körperkraft geteilt durch 2 plus Modifikatoren wie Ausrüstung und so weiter. Und der Paradewert, das ist wie gut du blocken kannst, egal ob jetzt Zweihänder oder mit Schild, ist Intelligenz, Geschick, Körperkraft, geteilt durch 5. Dann hast du Magieresistenz, da hast du den Mut, die Klugheit und die Kondition, geteilt durch 5, plus minus Modifikatoren.
ausweichen, Parade, Basiswert, das wäre der hier. Also Intelligenz, Geschicklichkeit und Klugheit sind gar nicht so unwichtig für Kämpfer eigentlich. Ausweichen 1 bis 3. So, Waffenbonus. Wird auf dem Basiswert addiert. Also Attack, Parade wird auf dem Basiswert addiert. Dann hast du noch Schilde. Schilde geben einen zweiten Wurf auf Parade. Das ist nicht schlecht, immer ein Schild zu tragen. Fernwaffen können nur mit Schild oder Ausweichen abgewehrt werden. Mit Bögen und Armbrust findet keine Parade statt, aber Ausweichen. Okay. Also wenn man einen Bogen oder eine Armbrust ausgerüstet hat, dann hat man keine Parade. Ist ja auch klar. So, Angriff. Attacke Basiswert wäre Mut, Geschicklichkeit, Körperkraft durch 5. Das hatten wir ja. Ne, hatten wir noch nicht. Ne? Fernkampfbats, Intelligenz, Fingerfertigkeit und Körperkraft durch 5. Dann hast du Schaden. Anzahl der Würfe. Da mal Würfelart, Zusatzschaden. Dann ein Wurf 6. Also ein 6er Würfel, ein Wurf. Nach Probability. 3,5 Durchschnitt und so weiter. Zusatzschaden. Zauber. Probe gelingt. Basiswert sind unterschiedlich bei jedem Zauber. Also es kann sein, dass mal Körperkraft wichtig ist, mal Kondition, mal Klugheit wichtig ist, damit der Zauber gelingt. Basiswerte in Reihenfolge der Wichtigkeit für Unterstützungszauber. Also Unterstützungszauber sind sowas wie was haben wir denn, wie die Kladdi, die kann da wie Balsam Salamunde, das ist der Heilzauber, das ist der ganz wichtigste. Armatrotz ist ein Rüstungszauber. Dann hast du Angriffszauber, Fulmunictus Donnerkeil und Ignifaxius Flammenstrahl. Also für Unterstützungszauber, was eigentlich die Kladdi am meisten braucht. Ja, hier steht es auch nochmal bei so einem Salamunde. Wäre die Wichtigkeit, Klugheit ist ganz wichtig, dann Charisma oder Charme, weiß ich nicht, und dann Intelligenz. Erhöhen von Zaubern schalten Modifikatoren frei. Balsam Salamunde, je 3 Stufen plus 1. Modifikator gibt Chance auf Anzahl geheilter Wunden. Okay. Okay, PC-Player-Charakter, ich werde einen Mittelländer-Einbrecher spielen. Und zwar habe ich mir das mal so aufgebaut hier mit den Prioritäten der Eigenschaften. Und zwar werde ich das, ich werde den erstellen, dann gehe ich gleich in den Safe-Game-Editor und verändere die Basiswerte wieder, dass wir, also ich werde keine dazu addieren, ich werde die nur umverteilen etwas. Das wäre ein richtig Custom Helden haben, ne? So. Und zwar, das sind die Startwerte, Mut 15 von 21, Klugheit 11 von 16, Intuition 14 von 21 und dann je nachdem, wo ich hin will, also das Priorität 1, Priorität 1, 2, 3, 3. Ne? Und den will ich auf jeden Fall maxen und die anderen maximal 16. Maximal 15, maximal 21. Und so gehen wir dann durch. Und dann von diesen Basis- oder Eigenschaften leiten sich die Basiswerte ab. Dann hast du Talente, die du verteilen kannst. Auch wieder Priorität 1 bis 10. 1, 2, 3. 3, 3. Gassenwissen. 8. Falschen mit 7 anfangen und auf 10 erhöhen. Maximal. Das scheint also ein bestimmter Wert zu sein. Ich schätze mal, ich habe hier dann nachgeforscht und habe herausgefunden, wo sind die Maximalwerte sozusagen, dass du eventuell die besten Chancen auf alles hast. Dolche auf Max. Wurfwaffen. Säbel 7.
Bogen auf Max, Dolch auf Max, aha. Ja, weil wir kriegen hier zum Beispiel, eine unserer Begleiterin wird Ulana sein, das ist eine Amazone. Sie ist auf jeden Fall Nahkämpferin. Dann haben wir natürlich unseren Vorgrim, das ist der Zwerg, der Amboss-Zwerg, der wird ein Nahkämpfer sein. Er kriegt auch hier Hiebwaffen, ganz stumpf. Sie wird Speere tragen, einfach weil es cool ist. Und dann haben wir die Kladis. Kladis ist eine Gauklerin, eine Mittelländer, Scharlatan, Halbmagier. Und die wird eigentlich unsere Zauberin oder Schrägstrich Heilerin sein. Ja? Mit so ein bisschen Überreden und Menschenkenntnis und so weiter. Dass die Party recht ausgeglichen ist. So. Das sind eigentlich die Begleiter. Ja, gut. Ich werde das noch nicht losmachen. Oder wir können ja kurz das Intro spielen. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Auf jeden Fall machen wir ein neues Spiel. Sei mir gegrüßt. Dunkle Zeiten sind es, in denen ich mich an dich wende. Viel ist in den letzten Jahren geschehen. Ich habe mich in Dinge verstrickt, die kaum mehr zu entwirren sind. Um dies zu bewerkstelligen, brauche ich dringend jemanden von außerhalb. Ein unbekanntes Gesicht. Mein Haus befindet sich am Praiosplatz in Ferdok, gegenüber dem Tempel. Ich weiß, ich kann auf deine Hilfe zählen. Möge Aves dich auf deinem Weg geleiten. Dein alter Freund Ardo. Sollte ich nicht anwesend sein, wird mein Hausverwalter dir sagen können, wo du mich finden kannst. Okay, also ein alter Freund von uns möchte uns treffen. Er befindet sich am Praiosplatz in Ferdok gegenüber dem Tempel. Okay. So, hier geht's schon los. So, wir haben auf jeden Fall gesagt. Charaktererstellung. Das ist der Expertenmodus, auf jeden Fall. Das sind die Tutorials. Ja, alles klar. So. Nein, müssen wir mal raus. Und zwar müsste ich einen Mittelländer spielen. Wo sind denn die Mittelländer? Mittelländer, da haben wir noch einen. So, jetzt müssen wir mal. Können wir noch Geschlecht wechseln? Nee, warum nicht? Einbrecher. So, die sehen alle gleich aus. Ich glaube, den Kopf könnte man auch wählen, oder nicht? Man kann die auch würfeln lassen für die Startwerte. Ach nee, für den Namen erstmal. Man kann auch alle Werte würfeln lassen. Polter. Wolfram aus Ochsenried, nee. Irion aus Auweiler. Nee. Akbar, Hallingen, Gareth. Jas aus Spinnried. Edo Schnatter. Das ist ja was. Connor aus Dorp. Helme Ilgur. Eberhelm aus Schnetzereck. Schätzeneck. Entschuldigung. Gambusch, Vintal. Ich will einen guten Vornamen haben. Hallmann war nicht schlecht. Urgant Keres, das behalten wir jetzt. Halt mal. Hintergrundinformationen. Der horasische Einbrecher ist der erklärte Meisterhandwerker unter den
Willkommensumverteiler. Er stiehlt, weil er die Herausforderung wittert und das Risiko liebt. Schlösser und Fallen zu knacken ist sein Metier. Seine Sinnschärfe und Gefahreninstinkte sind ausgeprägt wie bei keinem anderen. Vor- und Nachteile. Bonus Falschen, Gefahreninstinkt. So, wir gehen aber auf Experte. So, ich muss mal eben das gute Stück auf den anderen Monitor schieben. So, schauen wir mal. Einbrecher Mittelländer. Abenteuerpunkte 349. So, wir haben gesagt, Mut lassen wir auf 15. Klugheit auf 11. Intuition auf 14. Ja, das sind genau die Startwerte, die ich mir auch notiert hatte. Lebensenergie 27. Astralenergie 0 reicht. Ausdauer 30. Magieresistenz 3. So, okay, dann gucken wir mal Mut. Die können wir nicht verteilen. Wir können nur hier verteilen. Ach, das kostet, genau. Okay, das kostet 300. Oh, da müsste ich das doch ändern können, oder nicht? Ah, zurück. So. Mut 15. Klugheit? Brauchen wir nicht. Da ist er. Brauchen wir erstmal nicht. Der sagt ja Klugheit auf 16. Das schaffe ich ja nie. Verteilen wir hier erstmal. Lassen wir das erstmal so sein. Schleichen brauchen wir 8. So. Dann haben wir das schon mal fertig. Selbstbeherrschung ist ganz wichtig. Das ist, wenn du im Kampf betäubt wirst, wenn jemand versucht, dich zu betäuben, dich umzuhauen oder sonst irgendwas, dass du stehen bleibst. Das ist recht wichtig. So, der ist auf. Den müssen wir später noch auf 15 bringen. Sinnesschärfe machen wir mal auf 11. Taschendiebstahl 4. Das können wir eventuell später erhöhen, hat aber keine Priorität. Schlösser knacken ist ganz wichtig. Bis auf 15. Fallen entschärfen. So, jetzt sind die Steigerungspunkte auch weg. Das setzen wir mal auf 10. Heilkunde Wunden sollten lernen. Das werden wir brauchen. Sollen wir das eventuell bringen? Ja, machen wir 5. So, jetzt haben wir noch 6 Punkte. Na komm, machen wir die weg. Machen wir noch ein Menschenkenntnis. Oder betören. Das ist Intelligenz und Charisma, brauchen wir nicht. Eher den hier.
Ah, jetzt habe gar keine Waffen geskillt. Ja, das Problem bei dem ist, dass du Basissachen nicht zurücksetzen kannst. Das werde ich nachher mit einem Safe Game Editor machen. Da werde ich einfach die den Säbel noch behalte. Meine Wurfwaffen werde ich nie benutzen. Immer nicht. Brecheisen natürlich. Messer. Schlössermesser ist zum Schlösserknacken. Sonderfertigkeiten. Finte haben wir schon. Das ist für Stichwaffen. Die gibt für Deuten, die gibt für alle anscheinend. Das ist ein Angriffszauber. So. Sprüche kennen wir gar nichts. Rezepte kennen wir keine. Questsack. Den Brief haben wir. So, ich glaube, das war's erstmal mit der Charaktererstellung. Wir haben alles verteilt. Wir haben nichts Sinnloses geskillt. Na? Ja. Weil wir haben im Grunde keinen richtigen Gauner in unserer Gruppe, glaube ich. Also der Klatt ist vielleicht ein bisschen, die man dann dahin skillen kann. Gut, okay, dann nehmen wir das so. Änderung speichern. Zack. Okay, Abenteuer. Willkommen in der Welt Aventuriens. Auf deinen Reisen wirst du vielen Personen begegnen, die dich um mehr oder weniger große Gefallen bitten. Das Heldenleben bringt es mit sich, dass sich nach und nach viele Aufträge und Informationen ansammeln. Um dabei den Überblick zu behalten, hast du ein Questbuch bei dir, in dem man Anweisungen aufgeschrieben und jederzeit nachlesbar sind. Neue Informationen aus Gesprächen oder das Erledigen eines Auftrags ändern jeweils die Einträge im Questbuch. Alle Änderungen werden durch das Aufleuchten des Buchsymbols angezeigt. Über neue Questen wirst du zusätzlich durch einen Hinweistext informiert. Okay, das sind wir. Da, der Fiese. Was ich auch ganz toll finde, du kannst mit den WASG-Tasten laufen. Du kannst mittlere Maustaste, rechte Maustaste ist drehen. Gut. Unser Abenteuer beginnt. Oh, wie schön da hinten. Alles herrlich, guck mal. Also ich meine, das war immer so in... Ich mache erstmal einen Speicherstand. So. Weil es gibt hier viele Sachen, die man... Ich könnte jetzt hier klicken und dann würde er auf die Weltkarte gehen. Die Weltkarte zeigt das Fürstentum Kosch. Auf deinen Reisen erreichst du verschiedene Wegpunkte, die du nach deinem ersten Besuch als Symbol auf der Karte wiederfindest. Den Kartenausschnitt kannst du mit gedrückter Maustaste verschieben oder über die Skala vergrößern und verkleinern. Wenn du einen Ort verlässt oder an bestimmte Wegpunkte kommst, kannst du über die Weltkarte von einem Gebiet zum anderen reisen. Hierzu klicke dein Ziel an
und deine Gruppe macht sich auf den Weg. Rechne jedoch damit, dass auf der Reise verschiedene Ereignisse auftreten können. Das gibt's nämlich auch. So, hier können wir jetzt rumschieben und das ist... Ja, hier unten kommen wir dann vielleicht noch irgendwann hin. Momentan sind wir hier oben. Kosch. Fürstentum Kosch. So, wir können aber nirgendwo hin. Wir können uns das nur angucken, wie das hier aussieht im Hintergrund. Das ist eine ganz eigenwillige Engine. Das ist nicht wie alle anderen. Eigentlich gar nicht wie andere. So, hier ist unsere Finte. Ich kann auch mit Q und E drehen, das ist auch nicht schlecht. Können wir ins Feld laufen? Also weil ich mal will. Jetzt geht's schon wieder raus. Ah, ist schön, oder? Okay. Okay, ich will mir das aber nicht vorwegnehmen. Nochmal eben. So, dann haben wir hier Karte, kann man ein- und ausblenden. Die Minikarte. Ganz rein rauszoomen. Weltkarte. So. Hier kannst du den Charakter wählen. Du kannst schleichen, gehen oder laufen. Ja, man kann auch gehen in dem Spiel. Ich kann schleichen. Ganz fies. Okay. Leertaste ist auch Kampfpause, ne? Ganz wichtig. Dann hast du Konsole, Hauptmenü, Quests, Charakterbogen, den haben wir schon vom Skill. Ja. Werte steigern. Ja, ich habe keine Werte zu steigern. Null Punkte. So, dann haben wir hier Quests. Die Einladung eines alten Freundes. Mein alter Freund und Mentor Ardo von Eberstamm hat mich in einem Brief gebeten, ihn so bald wie irgend möglich in Ferdok aufzusuchen. Freilich habe ich sofort meine 7 Sachen gepackt und mich auf dem Wege zu ihm gemacht. So, geschlossene, misslungen. Ich frage mich, wo man hier die Dialoge nachsehen. Ja. Wie kommt das? Ist das noch irgendwo, wenn ich mal mit jemandem gesprochen habe? Konsole? Achso, war das das Gesprächsverlauf, glaube ich. Hier zeigt er noch die Würfelergebnisse an. Und kann man alles ausblenden. Naja, wir gehen mal unseren Weges. Ja, bevor ich jetzt sowas mache, mache ich jetzt aber erstmal Pause. Ich wollte dann mal sehen, ob ich noch die, das mit Reshade und so aussieht. Aber das geht eigentlich. Das ist kein übermäßig Bloom oder so hier drin. Ja, machen wir mal Pause.